Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir und der lieben Kuschelhase. Kuschelkaninchen. Ja, ich krieg das irgendwann noch hin, Leute. Grüß dich, Kuschelkaninchen. Wie geht's dir? Ja, gut, das freut mich. Oder dir geht's halt schlecht, ich weiß es nicht. Du kannst halt nicht reden im Spiel. Ja, ist ein bisschen sad. Und, ja, ich bin auch dabei, Leute. Wie soll es auch anders sein? Und wir werden heute an dem Bauprojekt weiterarbeiten, was wir schon seit 6 Jahren am Bauen sind. Nämlich LBH. Achso, ich meine natürlich dieses, Gewächshaus hier. Das haben wir allerdings erst seit der letzten Folge innen richtig angefangen zu bauen. Und ich glaube, bevor Kuschelkaninchen jetzt gleich hier einen Anfall bekommt, mache ich mal gerade bei mir Game Mode 0 rein. Sonst rollen hier gleich Köpfe, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, schreibe ich schon mal /BC und Go in den Chat, weil ich bin heute mit Kuschelkaninchen alleine in der Folge. Wir hatten ja letzte Folge noch The Fifif dabei. Der hat allerdings abgelehnt. Also ich habe gefragt, ob er ablehnen würde. Das muss ich allerdings fairerweise dazu sagen. Weil, naja, wir sind für diese Aufgabe leider ein bisschen zu viele gewesen. Weil, naja, das Gewächshaus ist jetzt auch nicht das allergrößte. Und wir hätten uns wahrscheinlich mehr auf den Füßen gestanden als alles andere. Und von daher machen wir das jetzt in der Folge erstmal, erstmal so zu zweit. Ich gehe mir gerade nochmal eben ein paar Sachen hier holen, die ich umtauschen kann, wenn die Kiste denn dann aufgehen möchte. Kiste, gehst du mal auf hier? Dankeschön, sehr freundlich. So, wir brauchen nämlich Deko-Craft-Artikel, wie diese oder diese. Wir finden bestimmt noch mehr, Leute. Weil, naja, wir brauchen nochmal so eine Treppe wie letzte Folge. Die muss ich also einmal komplett neu bauen. Und wir haben ja gesehen, das kann durchaus auch mal ein bisschen ins Geld gehen. Oder besser gesagt, in den Ton. Weil das ist ja kein Geld, was wir da ausgeben, ne? Das ist ja... Okay, Daniel, hör auf, lustig zu sein. Du bist es nicht. Ja, haben wir denn hier überhaupt noch Deko-Craft-Artikel? Hi, Hermine, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, freut mich. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben... Da ist noch so ein komischer Pokal... da haben wir noch Stühle. Oh, Tische. Sehr viele Tische. Das ist doch schon mal gut. So. Und uiuiuiui, das nehme ich auch mit. Duftfahren. Das sieht dschungelmäßig aus, weil da sind wir auch schon direkt bei einem der vielen Themen, die ich heute mit euch bequatschen wollen würde. Nämlich die Frage, wie genau werden wir dieses Gewächshaus einrichten? Die liebe Kuschelkaninchen weiß da schon mehr als ihr, deswegen erzähle ich es euch auch mal direkt an der Stelle. Wir werden das Ganze sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, dschungelmäßig einrichten. Weil, naja, meine Bilder zeigen das auch ziemlich deutlich, dass es da drin eher so einen mediterranen Flair hat. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin auch ein mediterraner Fan. Nämlich habe ich meine eigene Bude, wo ich hier drin auch gerade lebe. Also im Real Life, Leute. Ich weiß, das kann man bei mir gerne mal durcheinander bringen, weil, ne, ich lebe quasi in Minecraft. Aber nee, Leute, ich meine bei mir wirklich die normale Bude, in der ich wohne. Die hat auch total viele. Also ich habe eine Bananenpflanze, ich habe mir eine Kunka geholt oder wie die heißt. Das ist so eine Palme. Also ich finde einfach mediterrane Pflanzen extrem schön. Ich würde mir auch total gerne eine Zitronenpflanze hier halten, aber naja, das ist ein bisschen sehr aufwendig und ja, ich muss einfach mal gucken, was ich noch alles mache. Aber ich liebe generell mediterrane Pflanzen und genau deswegen machen wir das auch und weil eben das Bild das Ganze mehr oder weniger ziemlich deutlich uns zeigt. Und ja, genau, also wir brauchen jetzt erstmal, ich mach mal so 10. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele wir da brauchen, aber lieber eine zu viel als eine zu wenig. Genau, das ist eine Weisheit von Dagi LP. So, dann bräuchten wir trotzdem nochmal hier Stone End Rail. Da nehme ich mir mal 3 von mit und dann sollten wir mit der Treppe durch sein. So, noch einmal / Ahoi, wunderbar. Und ja, dann gucken wir jetzt einfach mal, wie diese Folge strukturiert wird, was wir in dieser Folge alles schaffen werden. Aber ich bin absolut fest davon überzeugt, dass am Ende der Folge dieses Gewächshaus zumindest erstmal fertig eingerichtet sein wird. Ich glaube nicht, dass, ja, dass dann viel fehlen wird, weil ich meine, Kuschelkaninchen kümmert sich hier schon darum, dass Gras drin wächst. Sie hat eine Behutsamkeitshacke oder Schaufel, wie auch immer. Und damit tauscht sie das Ganze jetzt einmal aus. Das haben wir auch schon vorher abgeklärt. Und ich werde die Zeit nutzen, um hier mal direkt die nächste Wendeltreppe umzusetzen. Das geht zum Glück relativ leicht. Und ja, genug sollte ich dafür jetzt auch am Start haben. Ich würde sagen, während ich das mache, lese ich euch mal den heutigen Kommentar vor, der auch wirklich sehr, sehr interessant ist, weil sonst hätte ich ihn logischerweise auch nicht rangenommen. Daniel, du kleiner Eselkopf, wie oft willst du das eigentlich noch sagen mit interessant? Ja, sehr oft wahrscheinlich, Leute. Ich lese ihn mal vor. Der heutige Kommentar kommt von The Red Jordan. Und er hat geschrieben, Thema für LBH, LBA. Im dritten Teil ist ja der Nimbus 2000 von Harry durch die peitschende Weide kaputt gegangen. Warum hat Dumbledore ihn nicht mit dem Elderstab, der es geschafft hätte, geflickt steht da. Ja, geflickt steht da.
Das ist eine, wie gesagt, sehr, sehr gute Frage. Aber ich denke, man kann sie auch mit dem bereits vorhandenen Wissen, was zumindest bei mir jetzt so einigermaßen da ist, hoffe ich, denke ich, meine ich, ich weiß nicht, kann man das ganz gut erklären. Und das würde ich gerne in der heutigen Folge mit euch mal machen. Aber nochmal gerade ganz kurz reingrätschen, denn irgendwie will sich da gerade nicht so wirklich diese komische Abgrenzung setzen lassen. Wieso nicht? Das ist eine Frage, die ich gerade nicht so richtig beantworten kann, weil auf der anderen Seite war das kein Problem. Da konnten wir die Problemlust einsetzen, seht ihr? Ja, da ging es. Hier geht es jetzt komischerweise nicht und irgendwie habe ich keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht irgendwie... Nee, auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich gerade ein Bug oder so, aber den ignorieren wir jetzt mal ganz gekonnt. Ja, oh, was ich auch noch eben machen möchte, wir reisen jetzt in der Folge einfach mal häufiger hin und her, weil ich brauche noch ein bisschen was an, Knochen... Was hoffentlich auch da ist. Ich bin wieder mal mega gut vorbereitet, aber doch, da haben wir 17 Knochen. Und gegebenenfalls noch irgendwo, ja, noch Knochenmehl oder so. Ich schau mal ganz schnell hier in die Truhen. Weil wenn wir da noch was haben, wäre das doch ganz toll. Und da ist sogar was. Sehr gut. So, dann nochmal Home Pflanzen. So, wunderbar. Und dann probieren wir jetzt einfach mal mit dem Knochenmehl diesen Baum in der Mitte wachsen zu lassen. Entweder das klappt oder es klappt eben nicht. Und wenn es nicht klappt, dann, ja, bauen wir den künstlich, ne? Selbst ist der Dagi. Und ich finde es übrigens auch einen ziemlich coolen Zufall. Das ist wirklich ein Zufall, Leute. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Dass in dieser Folge und auch in der letzten Folge nur Hufflepuffs dabei waren. Ja, ich finde das cool, Leute. Oh, es geht. Guck mal, Kuschelkaninchen. Ja, irgendwie werde ich von allen Leuten ignoriert. Woran liegt das wohl? Ja, wahrscheinlich nicht an meiner vielleicht auch doch, man weiß es nicht. Ja, aber der Baum hier hat funktionockelt. Ich weiß noch nicht, ob er mir gefällt, weil er ist halt sehr geradlinig nach oben gepflanzt. Aber hey, es hat geklappt. Und das ist ja schon mal ein kleiner, aber feiner Vorteil. Da würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt nochmal direkt hier um, ja, Pflanzen, die da hingesetzt werden. Und wie gesagt, wir wollen ein Dschungel-Feeling versprühen. Das kann man entweder erreichen, indem man halt einfach sein Orchideenparfüm durch die Gegend sprüht oder man nimmt halt einfach Dschungelpflanzen. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, außer natürlich, ihr habt keine Fantasie, dann gibt es natürlich eine sehr, sehr markante Grenze. Genau. So, und ich laber wieder Blödsinn, Leute, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal auf das Thema ein, während ich hier, eine Madagaskar-Palme suche. Genau die habe ich gesucht, Leute, eine Madagaskar-Palme. Es ist ein Traum eines jeden Botanikers. Ja, ich guck mal weiter und in der Zeit gehe ich mal ein bisschen auf den Kommentar ein. Und zwar, wieso hat Dumbledore nicht den Nimbus 2000 von Harry mit dem Elderstab repariert? Ich finde, das ist eine sehr einleuchtende Frage eigentlich. Also zumindest nach meiner Auffassung, aber ihr müsst das auf keinen Fall teilen, wenn ihr nicht der Meinung seid, Leute. Ihr kennt das ja. Aber ich glaube, das hat vor allem den Grund, weil, naja, warum sollte Dumbledore irgendwie, ja, irgendwie... das Verlangen verspüren, irgendwie auch zu erklären oder zu zeigen, dass ein Zauberstab etwas kann, was andere nicht können. Also wir müssen ja erstmal festhalten, normalerweise ist es eigentlich nicht möglich, Zauberstäbe zu reparieren mit seinem, mit normalen Zauberstäben. Der Elderstab kann das allerdings. Wir stricken das jetzt einfach mal so weit, dass wir sagen, die Frage steht halt im Raum, kann denn ein Besen repariert werden auf diese Art und Weise? Das weiß ich an der Stelle nicht. Ich weiß nicht, ob Besen mit Zauberstäben einfach zu reparieren sind oder ob die ähnlich wie Zauberstäbe da, ob das nicht möglich ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch ein Besen nicht mal ebenso mit einem Zauberstab, also mit einem normalen Zauberstab repariert werden kann. Aber das ist nur eine Theorie von mir. Und ja, da würde ich jetzt auch eigentlich sagen, dass Dumbledore durchaus sich selber irgendwie ins... Bein geschossen hätte, wenn er ja jetzt hergegangen wäre und die Kraft seines Zauberstabs für alle irgendwie transparent gemacht hätte, indem er halt hergeht und ja etwas in Anführungszeichen Unmögliches damit anstellt, und zwar Harrys Besen zu reparieren. Weil, naja gut, man könnte auch sagen, er hätte es ja im Hintergrund machen können, er hätte es ja geheim machen können, aber diesen Gedanken finde ich dann doch etwas schwierig, weil, naja... Ja gut, man hätte sagen können, Harry hat seinen Besen abgegeben und dann kriegt er ihn irgendwann wieder, aber es wird ihm nicht erklärt, wie der Besen repariert wurde. Also man hätte es bestimmt irgendwie vertuschen können. Deswegen finde ich dieses Argument auch noch nicht ganz so stark. Aber ein Argument, was ich da persönlich einfach noch ein bisschen stärker und markanter finde, ist das, bei Dumbledore war es ja auch immer so ein gewisses Ding, dass er seine... dass er gewisse Schüler halt ein bisschen bevorzugt hat. Und ich glaube, wir wissen alle, von wem ich da rede. Hust Harry Potter, hust. Und naja, weil er eben jemand war, der dazu geneigt hat, eben, ja, gewisse Schüler
zu bevorzugen und das natürlich auch als Lehrer nicht so gut ist, wenn das allgemein bekannt wird, dass er gewisse Schüler bevorzugt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das für ihn ein Grund war, ja, eben, nicht Harry da nochmal extra zu unterstützen. Weil ich meine, Harry hat ja auch in der Geschichte einfach mal ebenso einen Besen geschenkt bekommen, Leute. Einen Nimbus 2000, einen der besten Besen überhaupt. Das ist ungefähr so, als würdet ihr jetzt irgendwie in der Schule sitzen und auf einmal kommt euer Klassenlehrer zu euch und drückt euch einen Porsche-Schlüssel in die Hand. Ja, ungefähr so kann man sich das, denke ich, vorstellen. Und ich glaube, allein dieser Gedanke macht ja schon klar, wie krass das eigentlich ist, wie heftig das ist, dass Harry mal ebenso, ja, einen Nimbus geschenkt bekommt, auch wenn es nicht direkt von Dumbledore war. Aber Dumbledore muss ja auch irgendwo eine unparteiische Rolle einnehmen. Es kann ja nicht sein, dass er hergeht und dann irgendwelchen Schülern da, keine Ahnung, in so einem krassen Ausmaß entgegenkommt und andere Schüler irgendwie nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist aber auch nur so ein Gedanke, den ich da habe. Und ja, das könnte eventuell auch der Grund dafür gewesen sein. Aber ja, ich denke auch, wenn allgemein bekannt gewesen sein sollte, dass man einen Besen nicht mal ebenso reparieren kann, dann hätte er eventuell ein Risiko quasi eingegangen, seinen Elderstab für diese Zwecke zu verwenden. Nicht zu missbrauchen, aber zu verwenden. Weil, naja, es ist ja durchaus sinnvoll, dass keiner genau weiß, was er dafür einen Zauberstab hatte. Ja, so viel erstmal zu dem Thema. Ich will gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ihr merkt gerade schon, ich bin am Rätseln, was wir jetzt genau machen. Weil es fehlt uns so ein bisschen an Dschungelpflanzen. Und ich bin wirklich kurz davor, einfach Kuschelkaninchen mitzunehmen auf eine tolle Reise ins Dschungelbiom. Ja, weil wir haben immer noch die Möglichkeit, mit Flohpulver rüberzureisen. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal ganz spontan. Zeit haben wir noch ein bisschen. Und warum sollte ich die Zeit nicht so nutzen, dass wir nochmal ganz kurz so für 2-3 Minuten in Dschungelbiom reisen und uns da ein paar Pflanzen in die Taschen stecken? Ja, genau. Das ist doch eine tolle Idee. Ja, ich meine, Dschungelroden, das ist allgemein auf jeden Fall eine sehr beliebte Geschichte, ne? So, dann gehen wir mal /home/base. So, wunderbar. Und dann müssten wir hier irgendwo, ja, hoffentlich Flohpulver haben. Oder der Dagi, der ist einfach mal so frei und macht sich das selber. Mit einer Enderperle und natürlich Schwarzpulver, ganz genau, das wusste ich. So, haben wir, ey, kommt schon, irgendwo muss doch was sein. Ich muss doch wenigstens eine Enderperle, Leute, wenigstens eine, ja moin, geil. Und da haben wir auch noch Schwarzpulver, wunderbar. So, aber wobei, dann nehme ich mir lieber mal ein bisschen mehr, oh nee, da kommt ja auch mehr raus. Och Daniel, du hast das doch nicht zum ersten Mal jetzt gemacht, du kleiner Esel. So, ja, 8 Flohpowder, beste. Dann packen wir den Rest mal ganz schnell weg. Und dann nehmen wir Kuschelkaninchen gleich mit. Ich denke, ich muss sie einfach nur porten. Das ist ja eigentlich selbsterklärend, oder? Was wir vorhaben. So. Oh, hi, Brilli. Ja, sorry. Ich muss jetzt leider hier verschwinden. So, einmal hier durch. So. Und dann hier wieder zumachen, damit mir keiner mal eben folgen kann. Dann Flohpulver hier rein. Und dann einmal in den Dschungel. So, wunderbar. Mach ich einmal slash. Nee, warte, das machen wir unten, weil ich weiß nicht, ob sie hier runterkommt. So, und eine Schere hätte ich mir ganz gepflegt auch mal mit. Ja gut, wir brauchen ja keine Ranken direkt, wir brauchen ja nur die Pflanzen. So, und ja, einen Zauberstab habe ich auch am Start, sehr gut, gut. Ja, dann fliegen wir einfach mal hier irgendwo hin. Auch um den Baum rum Gras. BC, Moment, kurz. Dann wird sie gleich sehen, was passiert. Ich muss nur mal gerade eben kurz gucken, wo hier eine Stelle ist, wo viele Dschungelpflanzen wachsen, weil dann können wir sie direkt dahin porten und können da natürlich dann auch direkt vollkommen eskalieren und alles einsammeln, was wir brauchen. Ja. Und ich glaube, wir werden zurück nicht das Flohnetzwerk nutzen, sondern uns einfach so zurückporten. Ich glaube, das ist die bessere und schnellere. Und habe ich schon bessere Idee gesagt? Ich glaube schon. So, ach, Moment. Einen Nachteil hat das Ganze hier. Ja, jetzt habe ich mich schon glatt verschluckt vor Aufregung. Ein Nachteil hat dieses Dschungelbiom. Wisst ihr welches? Wir waren hier schon, bevor die Plant Megamod drin war. Und weil die Plant Megamod erst nachher dazu gekommen ist, sind hier keine Pflanzen der Plant Megamod. Das ist natürlich jetzt ein kleiner, aber feiner Nachteil, der mir jetzt gerade ein bisschen die Pläne durchkreuzt. Was macht der Daniel denn jetzt?
Was macht der Daniel denn jetzt? Er weiß es nicht genau. Er fliegt einfach mal ein bisschen weiter geradeaus in der Hoffnung, dass eventuell jetzt gleich eine Stelle im Dschungel auftaucht, die er noch nicht gesehen hat. Aber die Anzeichen dafür sind eher so negativ, weil er sieht halt keine Pflanzen dafür. Und ich glaube, ich mache mal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann doch eine Stelle gefunden habe, Leute. Bis gleich! So, Leute, da bin ich wieder und es sind auch nur 2 Minuten vergangen, seit ich diesen Cut gesetzt habe. Aber wir haben tatsächlich hier eine Stelle vom Dschungel gefunden, wo Pflanzen der Plant Mega Mod wachsen. Und guckt euch alleine mal diese unglaublich geile Pflanze an, Leute. Das ist ja mal wohl, also ich weiß auch nicht mal weiter in meinem Leben. Also die Pflanze hat auf jeden Fall, ein schönes Aussehen. Jetzt machen wir mal ganz gepflegt /bautp. So, ein Träumchen. Und da ist die Kuschelkaninchen, wo bist du? Da ist sie, genau. Kuschelkaninchen ist am Start. Und wir sammeln jetzt gemeinsam Pflanzen der Plant Mega Mod. Hey, Moment mal. Verdammt, wir brauchen... Ach komm schon, Welt, das kann doch... Doch, da kommt sie. Der Server ist halt einfach nur ein bisschen am Laggen. So, Kuschelkaninchen, dann sammeln wir fleißig schöne Dschungelpflanzen. Alles, was du schön findest. Ja, und ich auch. Und dann tippe ich uns gleich wieder zurück. So, jetzt müssen wir aber mal gerade gucken. Ich habe nämlich dieses, Dschungelbiom. Also, das ist nicht das... Also, es ist das Gleiche. Sorry, ich kann nicht mehr reden, Leute. Aber, hier sind jetzt auf einmal plötzlich Pflanzen der Plant Mega Mod. Deswegen können wir hier theoretisch alles finden. Mit etwas Glück. Und ja, hier zum Beispiel. Solche Pflanzen finde ich mega, mega schön. Das sind halt so richtige Dschungelpflanzen. Keine Ahnung, mir gefällt das. Allerdings sollten wir natürlich auch für eine gewisse Abwechslung sorgen. Weil wenn wir immer nur die gleichen Dschungelpflanzen setzen, dann ist natürlich der Reiz irgendwo daran auch ein bisschen verloren, oder? Finde ich zumindest. Deswegen, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Und irgendwie will Trevor nicht aus meinem Hals raus. So, da haben wir nochmal komischen Bambus. Den nehmen wir halt einfach auch mal mit. Ich weiß nicht wieso, aber ne, lieber mal mitgenommen haben, als stehen gelassen haben. So, was ist das denn da? Das sieht ja mal geil aus. Ja, keine Ahnung, was das ist, Leute. Aber es ist auch völlig egal. Wir werden es einfach mal abbauen und setzen es dann mal. Ich meine, man kann die Pflanzen ja auch vermehren in den Gewächshäusern. Das ist ja das Coole daran. So, da ist auch nochmal so eine. Aber das sind alles noch nicht so exakt die Pflanzen, die ich finden wollte. Was haben wir denn hier? Die sieht ganz interessant aus. Nehmen wir die auch mal mit. Weil, wie gesagt, Leute, ich versuche gerade ganz besonders so palmenartige Pflanzen oder ganz explizite Dschungelpflanzen zu finden. Und die sollten auch ein bisschen Charakteristik mitbringen. Also zum Beispiel sowas hier, finde ich, hat gar keine Charakteristik, weil das einfach aussieht wie ein Grafikpack. Ja, aber zum Beispiel solche Pflanzen hier haben schon mehr Charakteristik, aber davon haben wir schon welche, deswegen brauche ich davon jetzt nicht noch mehr. Ja, hier kommen wir jetzt in ein anderes Biom, da gehe ich mal direkt raus. Aber wenn wir hier weiter reingehen, müssten wir doch eigentlich noch die eine oder andere Wunde... sowas meine ich, Leute, genau sowas meine ich. Das ist so eine Pflanze, wie ich sie mir vorstelle. Kakaobohnen, ja, wobei, das ist eine kleine davon, oder? Ich glaube, das ist eine kleine von der, die wir gerade gefunden haben. Nehmen wir davon auch nochmal eine mit. Ach man, Leute, ich liebe Pflanzenfarmen. Also, ich muss auch sagen, ich habe echt eine Faszination für Pflanzen gewonnen. Das ist unfassbar. Ich habe meine ganze Bude so vollgeballert. Und jedes Mal, wenn ich heutzutage einen Laden betrete und der Pflanzen verkauft nebenbei, komme ich nicht drum rum, ein paar Pflanzen mitzunehmen. Ich habe mir letztens erst diese Palme, von der ich am Anfang gesprochen habe, gekauft. Und ich liebe das. Ich liebe das, morgens aufzustehen, in mein Wohnzimmer zu gehen. Und dann werde ich erstmal von schönen bunten Blumen oder von Palmen angelacht. Das gibt direkt so ein mediterranes Feeling und so ein Flair und... Ach ja, Leute, ich glaube, das können manche von euch ganz gut nachvollziehen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der so denkt. Und ja, ich weiß nicht, wie ich all die Jahre ohne Pflanzen in meiner Bude... Ja gut, ich lebe auch erst seit einem Jahr in meiner Bude. Aber, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich damals in meinem Zimmer bei meinen Eltern leben konnte, ohne das nicht komplett mit Pflanzen vollzuballern. Also sehr seltsam. So, hier sind wir jetzt in einem anderen Biom. Das juckt mich an der Stelle nicht. Da haben wir auch so mit... Ja, da haben wir so ein komisches Monument. Das ist, glaube ich, auch durch irgendeine Mod passiert. Das hier wäre der exakte Boden für den verbotenen Wald. Da müssen wir später mal gucken, ob wir den irgendwie... Carmen, kann man diesen Boden hier irgendwie für seine Sache nutzen? Also abbauen, dass man den irgendwo nochmal setzen kann? Ich frage einfach mal. Vielleicht bist du ja gerade hier und vielleicht kannst du mir das ja in die Kommentare schreiben. Das wäre voll nett von dir. Dankeschön. So, ja, genau. Bin ich mal gespannt, weil das wäre echt toll. So ein blätterüberwucherter oder blätterüberfluteter Waldboden wäre natürlich äußerst sexy. Ja, und ich glaube, ich sollte mich mal ranhalten, weil die Zeit wird langsam knapp und wir hatten ja vor, in der Folge fertig zu werden mit der Inneneinrichtung. Und dabei bleibe ich auch, Leute. Deswegen, wir machen jetzt mal hin. Hier noch so ein paar komische Pflanzen.
Ja, gibt's noch irgendwas, was hier auf jeden Fall abgebaut werden sollte? Irgendwas, was auf jeden Fall noch mit muss? Ich glaube nicht. Da, die Pflanzen haben wir alle schon. Da unten ist noch so eine komische bunte Pflanze. Die nehme ich einfach mal mit, würde ich sagen. Also diese lilane da. Und die hier vor allem. Ja, ich denke, das passt soweit. So, slash home Pflanzen. So. Und ja, dann tippen wir mal die liebe Kuschelkaninchen zurück, weil die ist jetzt ganz alleine im Dschungel auf sich alleine gestellt. Die tut mir schon richtig leid. So, slash bau-TP, zack. So, und dann würde ich sagen, setzen wir die ganzen Pflanzen mal und gucken, wie das Ganze aussieht. Ich finde es übrigens auch mega nice, hier diese Fahne dran zu setzen. Ich finde, das macht sehr viel aus, sehr viel sogar. So, jetzt mal hier den Bambus. Den müssen wir allerdings schon selbst wachsen lassen. Das machen wir natürlich auch. So, nochmal dahin und... hier nochmal einen. So, wunderbar. Dann setzen wir davon nochmal eine Pflanze. Davon hier, ne? Hierum weiß ich noch nicht, ob wir da auch Pflanzen setzen. Wenn wir da Pflanzen setzen, dann aber nicht so extrem charakteristische, sondern eher so, ja, weiß ich nicht, Leute. So halt eher nebensächliche Pflanzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr, oder? Ich denke schon. So, Teufelzunge heißt die Pflanze. Alles klar, dann kommt da eine Teufelzunge hin. Und dann halt nochmal da eine Teufelzunge, kein Thema. Dann haben wir noch Baumfreund. War das eine Farnpflanze oder? Nein, nicht die. Baumfreund wollte ich setzen. So, Baumfreund. So. Die war... oh, was war das denn? Keulilie? Keulenlilie. Alles klar, eine Keulenlilie. Ja, alles klar. So, dann setzen wir nochmal eine Keulenlilie hier hin, weil hier ist noch nicht so... nein, sie hat den Grafikbug mitgenommen. Kuschelkaninchen, warum hast du denn Grafikbugs mit... nein, nur Spaß, nur Spaß. So, gemeiner Schwefelporling. Okay, nee, den will ich jetzt noch nicht setzen. Was war denn davon noch meine geile Pflanze? Rakinea Fraserie. Ja, natürlich, Leute. Die Rakinea Fraserie haben wir vergessen. Wir müssen die auf jeden Fall setzen. Ich meine, es ist die Charakteria Fraserie. Leute, die darf man nicht vergessen. So, dann noch eine Charakteristika Fraserie, wie auch immer, schlag mich tot dahin. Und ja, dann sind wir eigentlich gelber Holunder. Kann man, denke ich, auch nochmal so, ja, nee, den kann man nicht an einem Baum dran setzen. Dann setzen wir ihn hier hin, so ein Träumchen und dann halt noch eine... nee, ich möchte gerne noch was von dem Bambus setzen. Irgendwie, finde ich, hat das einen coolen Flair. Weil wir nicht vergessen dürfen, der Bambus wächst bis ganz nach da oben. Und das ist ziemlich nice. Sehr nice sogar. Und deswegen möchte ich das gerne machen. Ich bin sogar gerade am Überlegen, die Pflanze hier nochmal gegen die auszutauschen. Ich glaube, jetzt machen wir auch. Und die da nochmal gegen die. So, yo, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier überall ein paar davon. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich fertig. Wir lassen das natürlich noch... oh, wobei... wenn wir schon einmal dabei sind, wo habe ich denn jetzt mein Knochenmehl? Ach, das habe ich weggetan vorher, ne? Wartet mal, da machen wir das in der Folge eben noch, um ein Endresultat anschauen zu können. Ich meine, das bin ich euch schuldig, Leute. Machen wir nochmal eben hier ein bisschen auf Speed, indem wir Knochenmehl nutzen. Ich meine, Cheaten ist das ja nicht. Wir dürfen das ja nutzen. Ist ja eine normale Minecraft-Möglichkeit. So, da haben wir die Pflanze schon mal ausgewachsen. So, das kann man auch schon mal größer setzen, bis ganz nach oben. Ein Traum. Die kann man auch größer setzen, die natürlich auch, die auch, sehr cool. Ja, ist natürlich ziemlich teuer, weil ihr seht, wie das Knochenmehl... lol! Ach, lol! Wenn die fertig ist, dann wirft die Beeren ab. Wo sind die? Da, gelbe Holunderbeeren. Oh, das ist ja cool. Ja, cool, Leute. Wusste ich auch noch nicht. So lernt man jeden Tag wieder was Neues dazu. Das Leben ist immer wieder für Überraschungen gut. Genau. So, jetzt nochmal da die Teufelzunge, dann nochmal hier den Bambus... dann nochmal diese Pflanze und diese Pflanze, die nicht wirklich größer wird. Dann nochmal hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Ja, Leute, und so kann man eine Menge an Knochenmehl verlieren. Kein Problem. So, und da auch nochmal. Die ist ja soweit... na? Na? Die ist eigentlich noch nicht ganz fertig, aber irgendwie will die nicht weiter wachsen. Dann halt nochmal hier. Die kann man... ja, den Grafikbug, der kann auch nochmal ein bisschen wachsen. Dann die und die und dann nochmal hier und... so, perfekt, Leute. Damit haben wir es eigentlich geschafft, oder? Kann man hier nochmal was machen? Nee, hier kann man leider nichts mehr machen. Aber ich denke, für den Anfang ist das mega gut. Und was ich nochmal eben machen möchte, wenn der Animagus funktioniert, und er funktioniert sehr gut, kann man hier... nee, hier kann man leider kein Knochenmehl anwenden. Na gut. Nee, aber ansonsten, Leute, sind wir sehr gut weit gekommen hier in der Folge. Mir gefällt das Endergebnis wirklich sehr, sehr gut. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen dran rumwerkeln. Das ist noch lange nicht fertig, Leute. Aber ich denke, fürs Erste sind wir sehr gut vorwärts gekommen. Eine Sache, die ich aber irgendwie doch nochmal gerne machen wollen würde, wenn die Zeit es mir erlaubt, aber nee, ich glaube, sie erlaubt es mir nicht. Nee, Leute, wir lassen es soweit.
Ich hoffe, das Endergebnis ist nach eurem Ermessen. Wenn es das nicht ist, dann schreibt gerne eure Ideen in die Kommentare, wenn ihr irgendwas ändern wollen würdet. Oder wenn ihr sagt, nee Daniel, irgendwas passt uns da noch nicht so wirklich. Dann bin ich sehr gespannt und wird es natürlich gegebenenfalls auch nochmal umändern. Aber wir werden noch einiges mehr machen. Wir werden noch Ranken hier am Glas runterwachsen lassen. Hier kommen noch Steinmäuerchen an die Seite, damit man hier nicht runterfällt. Das wollte ich eigentlich gerade machen, aber die Zeit reicht halt nicht mehr. Und ja, das ist soweit der Plan der Dinge. Und wenn ihr das Ganze gut findet, wenn ihr diese Bauaufgabe gut findet und vor allem, wenn ihr das Endergebnis und die Folge gut findet, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, gerne auch ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann, euer Dagi unterstrich, nee warte, euer Dagi LP unterstrich LBH. Ja genau, Daniel, so ist richtig. Ciao Leute!